Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Life is Strange 2, Folge 19. Hier haben wir letztes Mal stehen geblieben, hier geht's direkt weiter. Ganz viel Spaß weiter beim Let's Play und... Okay. Time to get Daniel at the Ericsons. Give me the pants. Ach, ein Traum. Ich finde das gerade nur zu geil, dass wir hier diese Welt noch hinkriegen, mitkriegen. Daniel didn't give a shit about what I told him yesterday. Ja, er ist ein kleines Kind, Mensch. Lass ihn. Ich weiß, es kann schrecklich enden. Wir müssen sehen. Wir müssen Claire? Sehen. Steven? Anybody home? Well, I guess they won't be back for at least 2 hours. Morgen, ihr Schlafmützen. Wir haben euch ausschlafen lassen, während wir in der Kirche sind. Wir sind zum Mittagessen zurück. Bis bald. Liebe Oma und Opa, PS, der Weihnachtsbaum ist perfekt. Gut gemacht, Jungs. PPS, danke fürs Aufräumen, das ist sehr lieb. Maybe I could use Steven's laptop. It's been ages since I've had news from the real world. Frage ist, wollen wir das wissen? Ich würde mir erstmal das Bild noch anschauen. Dude, move your ass. Who knows Natürlich what Daniel's geht's nicht mehr. Over there. Ja. I could just delete my browser history after I'm done. Ich will es einfach machen, weil es mir das Spiel einfach vorgibt jetzt. Jeez. Steven went search crazy on us. Oh. Look at this. Explosion und Schießerei, ein ungelöstes Geheimnis. Wachtmeister hält Pressekonferenz. Polizei erwägt weiterhin jede Spur. Mehr Fragen als Antworten. Als Freunde den Verlust des örtlichen Mechanikers betrauern. These articles are almost a month old. Maybe they stopped looking for us? Ich wurde ohnmächtig, sagt Hauptzeuge der Seattle-Explosion nach Krankenhausentlassung. Polizei Seattle plant Seminare zum Bewusstsein zu ethnischen Vorurteilen. Ja. What the hell is this? Had no idea Steven could fall for this bullshit conspiracy theories. Hey, verfolgt jemand die Schießereien in Seattle? Es gibt eine Menge Dinge, die niemand klären kann. Wie starb der Polizist? Woher kam die Explosion? Wie sind die flüchtigen Brüder entkommen? Warum verhält sich die Polizei so geheimnistuerisch mit den Details? Diskutiert. Wenn ihr exklusive Infos habt, postet sie bitte hier. Ich habe den totalen Überblick. Geht zu fakeexplosion.url für die gesamte Geschichte zu dieser Vertuschung. Das neue Kraftwerk ist eindeutig ein Teil davon. Sieht aus, als würde sie es den armen Kindern anhängen. Ich habe das Überwachungsvideo gesehen. Und das war nie im Leben eine natürliche Explosion. Was passiert in Seattle? Vielleicht die Vorbereitung für eine gefälschte, verdeckte Operation. Ich habe gelesen, dass ein Motelbesitzer die Kinder gesehen hat und sie seine Toilette in die Luft gejagt haben. Habt ihr die Nachrichten über die Brüder an der Tankstelle gesehen? Klingt verdächtig. Nicht alles ist eine Verschwörung, ihr amerikanischen Wichser. Die Eltern meiner Freundin arbeiten für die Polizei in Seattle und sie sagen, dass eine riesige geheime Jagd auf die Brüder veranstaltet wird. Ich habe gehört, sie wurden für Experimente benutzt. Aber sind jetzt auf der Flucht, weil die Experimente gelungen sind und sie gefährlich gemacht haben. Ich weiß, dass überall Experimente stattfinden, weil ich selbst das Ergebnis eines Experimentes bin. Ja, klar. Anmelden, Nachrichten ansehen. Jeez. Hatten wir schon. Anmelden, Brodys Blog besuchen. Wir müssen zu lesen, Freunde. Von Brody. Dieser Bericht von der Straße ist ein Tribut an ein paar neue junge Freunde, die ich auf einem Abenteuer neulich gewonnen habe.
das ich noch niederschreiben muss und verarbeiten muss. Ich behalte die Details vage, um die Unschuldigen zu beschützen, und ihr könnt mir glauben, sie sind nicht schuldig. Doch lasst mich abweichen. Das Beste am Dasein eines professionellen Reisenden, soll heißen, ich verdiene manchmal Benzingeld mit diesen Artikeln, sind die Leute, die man auf der sprichwörtlichen Straße trifft. Das Schlimmste am Dasein eines professionellen Reisenden sind natürlich die Leute, die man auf der tatsächlichen Straße trifft. Ich hatte aus vielerlei Gründen Glück, trotz der Momente, in denen ich mir fast in die Hose gemacht hätte, von der Patrouille, die mir nachts folgte, bis zu dem komischen Wichser aus Lowa, der nicht aus dem Auto aussteigen wollte, dieses Grauen, könnt ihr hier nachlesen. Letztendlich betrachte ich Fremde als potenzielle Freunde, wenn nicht sogar Verbündete. Ich bin so naiv und dumm, dass das Universum Mitleid mit mir hat und ich mich und mich damit durchkommen lässt, wenn ich Leuten eher aus Instinkt als Objektivität helfe. Der erste Gedanke ist der beste Gedanke. Ich höre immer noch meinen Ex-Bruder, seine Entscheidung, der mir vor Jahren sagte, du liest all diese Kerouac-Mist über das Leben auf der Straße und kannst nicht mal einen Reifen wechseln, du Arschloch. Er hatte recht. Also lernte ich, wie man einen Reifen wechselt. Ich bin nicht ganz gut darin, also habe ich auch eine Abschleppversicherung. Ende des Dilemmas. Allerdings kann ich nicht immer meine Version des Pannendienstes anbieten, darunter auch meinen jungen Companeros, die sie am meisten brauchten. Ich wünschte, ich hätte mehr für sie tun können, sie vielleicht sogar begleiten können. Denn ihre Reise ist wichtiger als meine. Anstatt weiter einen Stein den Hügel hochzurollen, hätte ich ihnen helfen können, Berge zu bewegen. Falls wir uns wiedersehen sollten, werde ich sie um Vergebung bitten, dass ich nicht mitkommen und auf jede erdenkliche Art helfen konnte. Andererseits bin ich ein tollpatschiger Dussel und hätte alles vermasseln können, in dem Versuch, den Retter zu spielen. Ah, die Paralyse der Analyse. Mein Verdacht ist, dass sie mich schlussendlich nicht wirklich brauchten, sondern nur einander. Ah. Wir werden das alles lesen, Freunde. Wenn es euch so langweilig wird, dann überspringt einfach, ihr könnt ja vorspulen. Ich werde das jetzt alles komplett lesen. Ich webe also weiterhin diesen Wandteppich der Autobahn und des Straßenrandes. Immer bereit, ohne Gegenleistung eine helfende Hand zu reichen. Nennt es Schuld, wenn ihr wollt, aber ich bin immer noch der unbeholfene, aufrichtige Junge, der zu allen aufsieht, die die Welt verändern wollen, die für andere Berge versetzen wollen. Ich wollte immer eine ans Auto gebundene Lewis Lane sein, ein rasender Reporter, der sich der korrupten Matrix stellt. Selbstverständlich weiß der erwachsene Zyniker in mir, dass das System gezinkt ist, dass wir gearscht sind und dass Gerechtigkeit oft ein Scherz ist. Doch als ich die Gesichter meiner reisenden Freunde sah, die durch die Hölle gegangen sind und immer noch dort sind, soweit ich weiß, wie sie mich mit kindlicher Dankbarkeit für das belanglosendste aller Geschenke anlächelten, fühlte ich mich beschämt, traurig. Es gibt Momente, in denen ich einer kleinen verlorenen Seele begegne, und sie zeigt mir diesen weitäugigen, dankbaren, verängstigenden Blick, und ihr fühlt euer Herz in 1 Million Stücke zerbrechen. Jetzt denke ich an diese Kinder da draußen, allein in der Nacht am Abgrund, auf des Messers Schneide von Amerika und darüber hinaus, die nur die grundlegendsten Bedürfnisse des Lebens wollen, wie Essen und Eltern. Es verursacht mir gleichzeitig Tränen und Übelkeit. Dann werde ich rasend. Rasend gegen das schwindende Licht und schwöre, meinen Teil zu tun. Das ist der Vorteil eines Aktivisten auf Rädern. Ich stelle mir gern vor, dass ich mich vorwärts bewege. Was ein freundlicher Hai. Wie ein freundlicher Hai. Ansonsten essen wir nicht, überleben nicht. Jetzt denke ich an die Vergangenheit und frage mich, ob ich jenen in Not den besten Ratschlag gegeben habe. Ob ich diesen verlorenen Kindern der amerikanischen Nacht überhaupt geholfen habe, als ich sie sich selbst überließ. Dann erkenne ich, dass ich derjenige bin, der hier draußen verloren ist. Meine Freunde, die den Hügel erklimmen, wissen genau, wohin sie gehen. Und ich weiß, sie werden ihr Zuhause erreichen. Ich würde gerne einen Besuch planen. Wow. This article is much less creepy than it seemed back then.
Das nackte Zeitalter. 31. Oktober 16. Der Himmel ist so perfekt blau, dass es fast ein Klischee ist. Als ich mein müdes Benzinbies von sich windenden Highway 5 auf die einzige Hauptader von Rockwell Springs mit seiner Gesamtbevölkerung von 472 lenke. Dies ist das gänzlich, sein gänzlich karges Land vor unserer Zeit, wie jede andere verschlafene Stadt, die aus Minenschachten entstand, die die Gemeinschaft nährten, zusammen mit den Raubbaronen, denen das Öl gehörte. Die Bürger erleben ihren Anteil an Tragödien über die Jahrzehnte, behielten aber eine gesunde Hauptstraße mit einigen florierenden Geschäften und Dienstleistern bei. Doch zum Ende der ölarmenden 1970er befand die einst schläfrige Stadt sich in einem Koma, nachdem die letzten Tropfen des wertvollen Blutes der Erde abgebaut waren. Das Unternehmen schloss still seine Türen und überließ die Stadt und Bevölkerung sich selbst. Was bedeutete, dass die meisten Leute ihre Sachen packten, ihre Geschäfte schlossen und für immer gingen. Was mich zum heutigen Tage in Rockville Springs, Bevölkerung 51, bringt. Geister, die zurückbleiben, um das Heim zu suchen, was von der Stadt übrig war, haben ihre weißen Laken abgelegt und sind jetzt komplett nackt. Über Rockville Springs lag immer eine exzentrische Lynch-Atmosphäre, wie durch seine eigene Nudistengemeinschaft demonstriert, die sich still versammelt hat, seit den 50er Jahren das erste Öl aus der Erde schoss. Die Stadt war nicht so religiös oder konservativ wie andere in dieser repressiven Ära, also verursachte der Gedanke an Nacktvolleyball keinen Skandal. Wie könnte es das, wenn der eigene Bürgermeister der Stadt dabei gesehen wurde oder nicht beobachtet wurde, wie er sich im Adamskostüm sonnte? Also ging es Leuten am Arsch vorbei, dass man jedermanns Arsch sehen konnte. Als der Großteil der Stadt zurückgelassen wurde, sah die Nudistengemeinschaft dies als ihre Gelegenheit, das Endziel ihres lebenslangen Traumes zu verfolgen. Ein nackter öffentlicher Bereich, frei von moralischem Urteil. Okay. Doch zurück in der Zukunft, also 2016, sind die vergessenen und unbekleideten Bewohner von Rockville Springs, ich kann nicht mal lesen, aufgrund ihres Au Natural-Lebensstils das Ziel fehlgeleiteter öffentlicher und politischer Attacken geworden. Dank selbstgefälliger Medienberichte fahren neugierige Besucher jetzt durch die dezimierte Hauptstraße und zwar nicht für den verdammt guten Kaffee und Kuchen im Raw Café, sagt ihnen Brody, schickt euch, sondern um zu lachen und Selfies mit den nackten Stadteinwohnern als Kulisse aufzunehmen. Es ist widerwärtig mit anzusehen, wie ich es in meiner kurzen Durchreise tat. Und doch gibt es keinen Zweifel, dass einige Einwohner die Touristen willkommen heißen, denn sie geben Geld aus. Es gibt diesen alten Spruch, dass es keine schlechte Publicity gibt. Ironischerweise hörte ich auf meinen Reisen von Rockville Springs und schwor, eines Tages dort anzuhalten, wenn auch nur, um mein Bedürfnis zu erfüllen, einen 56-jährigen nackten Mann dabei zu beobachten, wie er das Öl in meinem Auto wechselt. Dann hatte ich eine langweilige Erleuchtung. Wie redet man mit einer nackten Person? Ich fand heraus, dass man einfach redet. Man vergisst nicht, dass sie keine Kleidung tragen, doch letzten Endes ist es einem peinlich, dass man selbst welche trägt. Die Leute, die ich traf und mit denen ich sprach, hatten nicht mal besonders einzigartige Ansichten zur Welt oder Geopolitik. Wie der Mechaniker mir sagte, ich zahle Steuern, erwarte nicht, dass ich auch noch für diese Mistkerle stimme. Ironischerweise sind einige hier eher konservativ. Sie wollen bloß ohne Kleidung keine Steuern zahlen. Andere verstecken sich vor der Menge. Was den derzeitigen Medienzirkus noch beleidigender macht, da der Ton der Berichte immer ein herablassender ist. Oh, guck dir die komischen, wabbeligen Leute an, wie sie Eier kochen und joggen. Und um ganz ehrlich zu sein, ich gebe zu, dass der frühere Brody auch eines dieser selbstgerechten Arschlöcher gewesen wäre. Ich bin froh, dass ich nicht mehr er bin. Okay, atme tief durch, Kollege. Ich sage nicht, dass diese milde Verdammung eine große Bedrohung der Freiheit ist. In diesem großen Land geht offensichtlich Schlimmeres vor. Aber es ist immer ein enthüllender Mikrokosmos der Art, auf die wir andere in all unserer nackten Scheinheiligkeit behandeln.
Oh. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben über 10 Minuten mit Lesen verbracht. Wollte gerade verschwendet sagen, aber war es ja nicht. Holy shit. Who are these assholes? That's some fucked up hate speech. Polizistenmörder, ihr könnt weglaufen, aber euch nicht verstecken. Das passiert, wenn man Kakerlaken in der Küche lässt. Ich habe die Nachrichten gesehen und meine Gedanken sind bei euch, Jungs. Gott segne euch. Schäm dich! Die sind Mörder! Nein, die sind Kinder. Ich habe eine .38-Patrone mit deinem Namen und dem deines Bruders drauf. Schlaft gut, Kinder. Ich kenne die Familie des Polizisten, den ihr getötet habt. Sie sind am Boden zerstört. Gedanken und Gebete. Koalition amerikanischer Bürger. Keine Zufluchtsstätte mehr. Ziemlich viel Shitstorm im Internet, man kennt's. The hell is wrong with Lila? Maybe I should call her while there's nobody home. Lila Park. Ja, ihr muss es ja jetzt auch sehr, sehr schlecht gehen. Wir denken an dich in dieser schweren Zeit. Sei stark, Lila. Wir vermissen dich. Werd bald gesund. Ich hoffe, du bist bald zurück. Wir lieben dich, Mädel. Wie Schere? Der Park ist Mist ohne dich. Wir bringen dir dein Board mit. Hey, falls du deine SMS nicht, meine SMS nicht bekommen hast, ich habe alle Geschichtsnotizen für dich. Hoffentlich sehen wir uns bald. I should really call Lila to check on her. Ich kann nicht. Wir können nicht alle Regeln. Ich suche ein Telefon, Alter. Ich suche gerade eiskalt ein Telefon. Warum suche ich ein Telefon? Nein, da ist auch noch eins. Ah! Maybe risky. But I need to know what's going on with Lila. Scheiße, Mann. Ihr geht so schlecht. Steven and Claire are gonna freak if they realize he went to the Ericksons. Fuck! Just a quick call can't hurt us. Das war ein Fehler. Know if Lila's okay. Das war so ein Fehler. Mrs. Park? Yes? Could I talk to Lila, please? Who's asking? It's, Adam. Oh, sweetie, you know Lila's not here. She's not back from the clinic yet. Oh, yeah, the clinic? You know, in Bellevue, where you visited her last week. The doctors did say she might be coming home next month. We hope. So, she's okay? She's better. Getting better, at least. But she keeps asking me about the Diaz boys. Always. It's time for her to let them go. They're not coming back. And they shouldn't. Anyway, sorry I got carried away. I will definitely let Lila know you called. Wait. Mrs. Park, Goodbye, Adam. Thank you for calling. Aber das mit dem falschen Namen war definitiv richtig. She must have recognized my voice. Oh, Lila. What kind of friend am I? Can't be there for her. Stop thinking about that. Wir können gerade nichts für sie tun. Das Problem ist, wir können ja nicht zurück und. Fuck. Einfach nur fuck. Ein großes Fuck. In diesem Sinne, Freunde, beende ich hier die Folge. In der nächsten Folge suchen wir dann umgehend unseren Bruder. Ja.
Es ist gerade einfach nur belastende Situation. Freunde, wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.